Aber der Achim hat in diese Klinik da rein müssen. Seine war ja dabei. Weißt du, wenn es mit dem Nachwuchs nicht klappt. Kinderwunsch-Ding, kennst du? Wenn es nicht klappt mit dem Nachwuchs, dann gehst du zu denen rein und dann sagen die, ja, es klappt nicht. Genau, und deswegen sind wir hier und der Jürgen und ich, wir sitzen unten, war schon halb sechs, wo bleiben die? Ne? Und dann sind sie gekommen. Ne? Und der Achim, wenn sie noch einen Spruch hat, hat er gesagt, eine gute Nachricht habe ich, an ihr liegt es nicht. Ne? Ja, und dann haben wir gesagt, setz sie her. Und um halb zwölf stolpert der Achim aus dem Türrahmen, Kopfstein-Ding. Und der Jürgen fängt ihn noch, ne? Der Bruder im Endeffekt, der Jürgen. Ne? Und dann haben wir gesehen, der Hosenladen auf. Können passieren, ist normal beim Achim, aber in Heidelberg nicht so gut, um 12 Uhr nachts. Ne? Und jetzt hat der Jürgen gedacht, zum Aufmuntern ein blöder Spruch. Und hat gesagt, Bruder, du weißt ja, wenn der Vogel tot ist, kann man den Käfig ruhig auflassen. Eigentlich, das war ja ein Blödsinn vom Witz her. Ne? Aber dann hat der Achim den Jürgen, dann ist der Jürgen mit der Stirn, weißt, war Platzwunde am Türrahmen. Ne? Ja, du machst dich wieder bloß lustig auf Kosten von einem Witz und Ding. Du, das war. Ne? Und schlimmste war, dann hat sie so lachen müssen, die hast du ganz oben nicht gehört. Die hat Winsel im Eck auf einmal lacht, die Hölle, die war historisch. Ne? Dann hat die gelacht, haha, Vogel tot, Käfig auf. Hahaha, ne? Dann ist der Achim so knapp, hat gesagt, pass auf, jetzt ist. Dann hat sie gesagt, Achim, schau mich nicht in diesen Ton an. Ja, und ein halbes Jahr später war sie mit meinem Cousin zusammen. Und Hochzeit. Ohne mit der Zimper zu wucken, ein halbes Jahr später. Ne? Und da ist aber auch nichts gegangen. Irgendwann war sie schwanger. Vom Bruder vom Cousin. Cousin Nummer 2 eingesprungen, weißt, Not am Mann, ruf mich an.